Jan, warum hast du gegründet? Ich habe... Warte, geht's jetzt schon los? Mach nochmal. Hey, ich bin Caro, Projektmanagerin bei FutureSachs und eure Moderatorin bei Generation Innovation, dem Wissenspodcast von FutureSachs. Mein Ziel ist es, mit spannenden Gästinnen und Gästen euch die aufregende Welt der Innovation nahezubringen. Wir starten heute mit Folge 1. It's all about why. Warum Gründen und Innovation dich und unsere Gesellschaft weiterbringen. Und dafür habe ich mir zwei spannende Gäste dazu geholt. Lieber Dietrich, lieber Jan, stellt euch doch mal kurz vor. Dietrich Eisold, ich bin Geschäftsführer und Programmmanager vom Impact Hub Dresden und damit verantwortlich, ein Zentrum für nachhaltigen Wandel für Startups und KMUs zu gestalten. Jan Wawerek, ich war Landessieger bei Jugend forscht im Bereich Robotik und jetzt CTO bei Meiner Robotics hier in Dresden. Die Folge ist randvoll mit Input, deshalb lasst uns starten. Sehr gute Frage. Ich glaube, erstmal, es spricht ja nicht mal unbedingt alles dafür, um es jetzt mal positiv zu formulieren, weil es ist ja auch öfter mal ein kleiner Hassel und deshalb ist es eine gute Frage, was bringt es einem selbst? Und ich glaube, da gibt es so zwei Ebenen irgendwie, die man da sehen kann. Einmal natürlich so die globale Ebene, dass man ja wirklich die Möglichkeit hat, man glaubt das vielleicht gar nicht, aber die Welt zu verändern. Es gibt ja so Unternehmen, die kümmern sich wirklich um die ganz großen Themen. Zum Beispiel irgendwie, ich habe mal was gesehen, die bauen so Roboter auch, die die Weltmeere vom Müll befreien. Das finde ich ein extrem krasses Thema, weil man da wirklich ja tatsächlich globalen Einfluss hat und da die Welt verbessern kann. Natürlich muss nicht jedes Startup immer die Welt verändern, aber es ist theoretisch möglich. Und das geht auf jeden Fall auch noch im kleineren Kreis. Vielleicht hast du da noch eine coole Anekdote. Ja, habe ich auf jeden Fall. Beziehungsweise, du hast zu Beginn ein schönes Zitat genannt und eins, was mich geprägt hat oder was mich auch relativ schnell daran denken lassen hat, warum will ich jetzt überhaupt gründen oder selber was starten, war so ein Stück weit der Wert, behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst. Und ich dachte mir halt, ne, so viele sind geprägt von ihren Vorgesetzten oder von ihrem Umfeld. Und eigentlich will ich ein Umfeld schaffen, wo andere genau das vorgelebt bekommen. Also mit viel Herzlichkeit einem begegnet wird, mit viel Menschlichkeit auch. Und das eigentlich schon der erste Schritt ist, mit dem man wirklich was verändern kann. Und wie ist es so schön, ich glaube, ein Flügelschlag von einem Schmetterling kann einen Tsunami auslösen und so ist es halt auch. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man bei sich in der Region anfängt, was zu verändern und Sachen aufbaut und dort auch Werte weitergibt, dann hat es ja eine exponentielle Wirkung in ganz andere Kreise rein. Und so war es bei uns damals, bei unserem Verein auch. Wir haben den ersten Roundhead Club Dresden hier in Dresden gegründet. Das war damals der erste Verein in Ostdeutschland in der Sportart. Und wir haben den letzten Endes nur gegründet, weil wir gemerkt haben, dass die Menschen, die diese Sportart betreiben, ganz anders sind als andere als in anderen Sportarten. Dort ging es viel weniger um Konkurrenz. Dort gibt es keinen Schiedsrichter, sondern die Teams müssen das untereinander klären. Es gibt viel weniger Konkurrenz. Es geht sehr stark ums Thema Spaß, ums Thema Füreinander. Man hat sich nach dem Spiel noch Feedback gegeben. Ey, das kannst du mal so probieren, das mal so. Und ich dachte mir, das ist eigentlich so geil, weil so sollte ja Sport im besten Fall funktionieren. Ja. Der sollte Spaß machen, ich sollte dabei was lernen, der sollte einfach sein. Und wir haben uns halt einfach geärgert, dass es hier in Dresden keine Anlaufstelle gibt für sowas. Und dann haben wir gesagt, geil, wir machen das jetzt einfach, wir gründen den Verein. 2019 gegründet, durch Corona halt ordentlich Probleme gehabt. Jetzt, glaube ich, 70, 80 Mitglieder. Und es ist halt schön zu sehen, das gibt ja dann auch viel zurück, schön zu sehen, dass man dann, zumindest für mich gesehen, ich ein Umfeld schaffen konnte, in dem genau dieser Wert halt vermittelt wurde. Und so ist es mit Unternehmen letzten Endes genauso, wie viele sich über ihren Chef aufregen oder über die großen Konzernchefs auf der ganzen Welt. Ja, ist halt scheiße, mach's besser. Genau. Und dazu brauchst du nicht viel. Ich glaube, was eben auch gründen, was man da auch beeinflussen kann, ist auch einer selbst auf jeden Fall. Also was man alles dazulernen kann, zum Beispiel halt Resilienz und wie geht man mit Problemen um. Man muss sich, wenn man gründet, gezwungenermaßen auch weiterbilden. Wie funktionieren wirtschaftliche Themen? Wie kann ich irgendwie eine Website programmieren und all so Sachen? Auch einen selbst bringt das Gründen gezwungenermaßen extrem nach vorn, finde ich, vor allem auch was Kommunikation und sowas angeht, zum Beispiel mit Teammitgliedern, mit Gründungsmitgliedern, was auch immer. Also du lernst da so viel auch persönlich dazu, das hast du fast in keinem anderen Umfeld.
zum Beispiel, wenn man angestellt ist. Weil du alles machen musst als Gründer oder als Co-Gründer. Da gibt es nicht so, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, Programmierer und programmiere den ganzen Tag und muss mir über alles andere keine Sorgen machen, sondern du bist Programmierer, du bist Kommunikateur, du bist sonst was, du bist alles. Und das ist eben auch was sehr Spannendes, finde ich, weil man einfach sich in jeder Hinsicht irgendwie weiterbilden kann. Also da würde ich direkt nochmal einsteigen, weil das ist genau die Brücke. Und ich glaube, gerade in so einem Umfeld ist es einfach wichtig, menschlich zu sein und von vornherein zu sagen, ich muss jetzt hier alles sein. Und es ist offensichtlich, dass ich davon nicht alles perfekt kann, wenn ich überhaupt ein was davon perfekt kann. Und sich das einzugestehen, hilft schon mal. Und das auch ganz klar zu kommunizieren auch. Und dann klappt das auch. Also dann verstehen das auch die Mitmenschen, beziehungsweise diejenigen, die dann im Unternehmen arbeiten. Und die sind auch nicht auf den Kopf gefallen, die sind auch erwachsen, können das richtig einordnen und das macht das ganze Lernen auch leichter. Genau, also es ist ja ein Lernprozess und je eher man den Lernprozess anfängt, desto früher hat man im Endeffekt die Erfolge, ne? Und ich glaube, Jan, du bist da halt auch ein ganz gutes Beispiel damit. Du hast ja bei Jugendforsch schon mitgemacht, hast du eingangs erzählt. Mhm. Was ich halt bei dir so spannend fand, du kamst halt so aus diesem wissenschaftlichen Bereich, ne? Und ja, da gibt's ja dann immer die Vorteile, ne? Das sind die Nerds, die leben in ihrer Welt und die haben mit Unternehmertum immer nicht so den Drive irgendwie, ne? Ja. Die kriegen da nicht so den Grip. Aber was war bei dir wirklich dann so dieser Trigger, zu sagen, boah, ja, ich will jetzt nicht nur zu Hause sitzen? Und ich glaube, du hattest irgendwie, ich weiß noch, deine Geschichte, das war so süß. Du hattest dir irgendwie zu Weihnachten einen 3D-Drucker irgendwie dann gewünscht und dann hast du dein Robo gebaut. Das war schon irgendwie ganz schön knuffig. Genau, also wie kam es dann dazu, dass du wirklich gesagt hast, jo, ich versuche das jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus? Genau, also ich fange mal vorne an von der Story. Genau, also du sagst das schon, bei mir hat es ja angefangen, boah, ich glaube, mit 13, 14 oder sowas, hatte ich mir einfach mal aus Spaß so einen 3D-Drucker gewünscht, weil das einfach so für Bastelprojekte ist es natürlich extrem geil. Und das Coole damals war, das war der erste 3D-Drucker, noch nie sowas vorher gemacht, deshalb wollte ich nicht viel Geld ausgeben. Und das Erste, und das war, glaube ich, extrem wichtig für mich selbst auch, dann habe ich mir so ein billiges Bastelset geholt. Das heißt, du musstest jede Schraube, jedes Teil selbst zusammenschustern von dem 3D-Drucker. Und das heißt, man hat alles gelernt darüber und das hat mich extrem fasziniert und auch nochmal verstärkt in diesem ganzen technischen, was mir eben so Spaß macht, sich da reinzufitzen. Und genau, den 3D-Drucker hatte ich gehabt, bisschen so, wer sich auskennt, Arduino, also ein bisschen Programmierung und so Zeugs, ganz viel ausprobiert. Und dann, wenn man das so kombiniert, dann kommt man ganz schnell in die Richtung Robotik und da habe ich mich halt schon sehr, sehr früh für fasziniert. Dann über ein paar Hobbyprojekte zu Hause mit Robotern. Einer, der sollte laufen, hat er überhaupt nicht gemacht bei dem einen Projekt. Genau, und dann ging es halt in die Richtung, okay, das war dann Ende meiner Schulzeit, da kann man so eine Bell-Arbeit schreiben, um sich eine schriftliche Prüfung zu ersetzen. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich doch einfach mal ein Robotikprojekt und hatte dann so einen Roboter gebaut, ungefähr so Schuhkasten groß, die Parkanlagen zum Beispiel oder Seitenstraßen in der Stadt abfahren kann, über eine Kamera so Müllobjekte erkennt und die dann über einen Arm quasi die Müllobjekte dann entsorgt und halt so die Straßen und die Stadt halt säubert. Das war ein echt cooles Projekt und damit habe ich dann gedacht, okay, was kann ich damit noch machen? Probier's das mal bei Jugendforscht. Genau, bin dann da meinen Weg gegangen bei Jugendforscht und habe dann ja im Landeswettbewerb in Dresden hier den FutureSags, Next Gen Preis bekommen. Und da bin ich ja dann das erste Mal so in diese FutureSags und damit auch in diese Startup-Unternehmensrichtung gekommen. Vorher war es ja alles nur so, sagen wir mal, wissenschaftlich, dass es da wirklich nur darum ging, irgendwie mich selbst schlau zu machen, das Projekt an sich zu gestalten, dass es halt in sich sehr toll und gut funktioniert. Und dann über diese unternehmerische Schiene habe ich dann das erste Mal so mitbekommen, okay, wenn man ein cooles Projekt hat, was funktioniert und was ganz cool ist, kann man das vielleicht nicht irgendwie noch nach außen hin umdrehen sozusagen, dass man das in den Markt schießt und vielleicht ein Produkt draus macht und ein Startup drumherum bastelt und all sowas. Und das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, weil da hat man dann eben nicht nur diese, ich nenne es mal wissenschaftliche Schiene, dass man, wie du schon sagst, für sich so ein bisschen buffelt und da Kopf runter und irgendwie was für sich bastelt. Das ist zwar cool, weil man alles so gestalten kann, wie man das selbst will, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es auch zum Beispiel in ein Produkt perfekt passt und da auch irgendwelchen Marktsachen entspricht, zum Beispiel irgendwie Preis, Stückzahl und so Zeugs. Das sind ja alles so Sachen, die man sich dann überlegen muss, wenn man ein Produkt dann wirklich herstellt.
Genau, deshalb fand ich das sehr faszinierend, da auch in diese unternehmerische Schiene dann zu lenken. Und du hast ja auch noch die Frage gestellt, was so wichtig ist, dass man eben nicht nur quasi Wissenschaft macht, sondern eben auch Unternehmertum macht. Und ich glaube, das geht insgesamt extrem gut einher und das bedingt auch einander auf jeden Fall. Zum Beispiel das, was wir jetzt machen, also bei Mana, da arbeiten wir mit wissenschaftlichen Papern zusammen, die halt direkt frisch aus der Wissenschaft kommen und die wir dann jetzt implementieren. Also das heißt, die Projekte sind für sich und die Technologien sind für sich halt sehr, sehr gut von sehr, sehr smarten Köpfen zusammengebracht worden. Und dann ist es jetzt die Herausforderung, das eben noch zu transformieren quasi in einen wirtschaftlichen, in einen unternehmerischen Kontext. Ja. Und das ist auch extrem spannend und auch eine Riesenaufgabe für sich, aber eben auch sehr cool. Und deshalb, das fasziniert mich eben auch, dass man da so ein bisschen den Mittelweg haben kann. Man nimmt was direkt aus der Wissenschaft, man fitzt sich da rein, man versucht das zu verstehen, soweit es geht, die wissenschaftlichen Paper und bastelt das dann eben in ein Produkt um. Und das ist halt echt wirklich ein cooles Thema, finde ich. Genau. Nee, das ist einfach eine schöne Geschichte, also die halt wirklich auch zeigt, wie es halt losgehen kann, wie es auch schon sehr, sehr früh losgehen kann, ne, dass alles möglich ist. Jetzt wäre es natürlich noch interessant zu wissen, jetzt wo du quasi auch Gründer bist, wie sieht denn dein Leben aus? Ja, mein Leben. Ich finde, das extrem Spannende daran ist, dass die Frage so schwierig ist zu beantworten, weil wirklich jeder Tag irgendwie was anderes ist. Also man hat, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass man ja als Gründer und als erste Person quasi in dem Unternehmen und der Unternehmung für alles verantwortlich ist. Und das macht sich auf jeden Fall auch im Alltag bemerkbar. Also an sich bin ich ja CTO und halt für so die Technik und sowas hauptsächlich zuständig. Aber dabei bleibt es ja bei weitem nicht, sondern da geht es ja auch ganz viel darum, zum Beispiel so Verwaltungsthemen, ja so Recruiting-Sachen habe ich mich jetzt in letzter Zeit ganz viel eingelesen und so aktives Sourcing von halt krassen Leuten in dem Bereich, was ja eigentlich nicht so mein Thema zuerst war, fand ich aber trotzdem sehr interessant, was man da für crazy Strategien gehen kann. Das heißt, daran hatte ich mich mal eingelesen. Dann gibt es ja noch so Themen wie also Führung von Leuten. Wir haben jetzt noch keine Angestellten jetzt in dem Zeitpunkt Dezember, aber das würde jetzt auch quasi anstehen demnächst. Das heißt, auch da muss ich mir jetzt schon einlesen und mich ein bisschen schlau machen. Und das heißt, von dem Kern, was eigentlich der Titel quasi, was man so sagen kann, das hat oftmals in einem Startup-Kontext kaum noch was damit zu tun, was man wirklich jeden Tag Stück für Stück macht. Und das ist aber trotzdem, ich finde das gut, also ich finde das richtig gut, dass man da immer Abwechslung hat und ganz viele Themen sich quasi abklappern muss. Genau, das heißt, wie sieht das Leben als Gründer aus? Keine Ahnung. Das musste jeden Tag neu fragen, wie ich war. Auf jeden Fall. Wie ist das bei dir? Genau, ich habe auch jetzt keinen Tagesablauf aufgeschrieben, weil das, glaube ich, einfach zu flexibel. Also ich glaube, das Leben als Gründer sieht genauso aus wie das Leben als Angestellter oder anders. In Nuancen anders. Hm. Wahrscheinlich sind manche Tage ein bisschen länger. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, tief durchatmen muss gelernt sein. Das ist immer so meine Reaktion, wenn irgendwie was kommt, wenn irgendwie jetzt doch nochmal was aufploppt, wofür ich eigentlich gar keine Zeit habe, was aber so wichtig ist, dass man es halt machen muss. Hm. Und da versuche ich dann nicht immer sofort zu denken, ach so eine Scheiße, ich gehe jetzt nach Hause, sondern dann kurz tief durchatmen, vielleicht 5 Minuten eine Runde spazieren gehen und sich dann ransetzen und sich die Stunde mehr nehmen beispielsweise. Ich glaube aber auch, und das gilt nicht nur für die Frage, wie sieht jetzt das Leben aus, sondern auch was machen diejenigen, die uns hier zuhören, auch mit den Infos, das gibt halt keine Blaupause. Also ich bin jemand, der steht gerne früh auf, ich gehe meistens vor Arbeit zum Sport, damit ich bisschen frisch bin, auf Arbeit kommen und dann hinten raus auch für mich Zeit habe. Es gibt aber auch ganz viele, die machen das genau andersrum. Die wollen lieber ausschlafen. Und ich glaube, man ist auch da sein eigener Herr, seine eigene Herrin. Man kann es halt machen, wie man das möchte. Und es ist, glaube ich, wichtig, sich nicht zu häufig, zu stark in den Bann aller Aufgaben ziehen zu lassen, die ums Unternehmen kreisen. Weil man kann vor allem als Gründer, als Gründerin eigentlich durcharbeiten permanent und das geht halt nur bedingt gut und man muss für sich auch da schauen, was brauche ich auf Arbeit, damit das funktioniert, beispielsweise irgendwie Arbeitsblocker, wo ich keine Termine habe, sondern nur für mich arbeite und was brauche ich auch drumherum, ich habe zum Beispiel für mich gelernt, dass ich
viel mehr Zeit nur für mich brauche außerhalb der Arbeit, um meine Batterie wieder aufzuladen, eben weil man auch als Gründerin oder als Geschäftsführerin da ganz viel mit Menschen zu tun hat, als man das als Programmierer zum Beispiel hat, um mal das Beispiel von vorhin zu verwenden. Und ich komme dann manchmal nach Hause und freue mich mal zu schweigen und vielleicht für mich Musik zu hören oder eine Serie zu gucken oder zu kochen. Jeder hat da so seinen anderen Weg. Man muss aber halt das für sich so ein bisschen lernen. Und das hast du ja, Jan, vor uns schon gesagt. Man lernt eben ganz viel, wenn man gründet. Und man lernt sich da eben auch besser kennen. Und man muss aber auch auf sich selber hören und darf eben nicht immer das Unternehmen an erste Stelle stellen, sondern man muss sich mindestens selber daneben stellen. Das ist ein mega spannendes Thema. Also du sprichst ja jetzt quasi auch schon so diese mentale Gesundheit, könnte man sagen. In die Richtung geht es auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich nenne das bei mir, also man hat ja jetzt ganz viel immer zu tun in der Woche. Ist ja ganz viel los mit verschiedenen Events und sowas. Und dann brauche ich auch manchmal für mich, ich nenne das so das Nullwochenende, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, zockt oder so, oder wo man einfach nur atmet, so. Das ist die Aufgabe. Einfach nur da sein, mal lecker was essen oder sowas, aber komplett eigentlich nichts macht. Und das finde ich auch ganz wichtig manchmal. Und das hilft mir auch manchmal einfach dann abzuschalten auch und dann nicht irgendwie am Wochenende mal noch, machst du mal noch die E-Mail oder guckst du dir das Thema mal noch an. Es ist manchmal gut, wenn es halt notwendig ist, aber manchmal ist es auch richtig geil, einfach mal nichts zu machen. Und das ist auch ziemlich wichtig. Das würde ich jedem auch empfehlen, der so merkt, so langsam, so mental. Das ist ein Riesenthema als Gründer, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht am Anfang so gedacht. Darauf zu achten, das ist sehr wichtig. Genau. Ja, das ist im Prinzip ja nicht nur als Gründerin oder Gründer. Das ist, glaube ich, jetzt so ein generelles Thema, ne, in unserer Zeit. Das hat ja auch wirklich viel mit sich selbst kennenlernen, sich selbst irgendwie einschätzen können. Und das bringt mich eigentlich so ein bisschen auf den nächsten Punkt, auch so, der mich so interessieren würde. Du kannst von Innovation nicht genug bekommen und willst dein Netzwerk um weitere inspirierende Persönlichkeiten erweitern? Dann beginne deine Reise auf der Road to Innovation Made in Saxony noch heute und schau bei uns und unseren Partnern vorbei. Unter futuresax.de/events findest du kostenlose Impuls- und Vernetzungsangebote, die dich und dein Vorhaben weiterbringen. Und wenn du wissen willst, wo du eigentlich gerade stehst, dann hol dir deine eigene Checkliste mit praktischen Hinweisen und Formatvorschlägen. Da kannst du fleißig einen Haken dran machen. Alle wichtigen Links findest du noch einmal in den Shownotes. Wir freuen uns auch über dein Feedback. Schreib uns doch gerne an podcast@futuresax.de. Wie finde ich denn selbst jetzt wirklich auch heraus, ob ich jetzt zum Gründen gemacht bin oder nicht oder ob es prinzipiell was für mich wäre? Bei der Frage würde ich auf jeden Fall raten, erstmal ausprobieren. Also ich würde da nicht vorher sagen, bevor man die Idee noch im Kopf hat, man hat da eigentlich Bock drauf, dann überlegt man ja, okay, gehe ich das jetzt wirklich an, will ich da jetzt wirklich drumherum was gründen oder so. Da würde ich nicht an erster Stelle fragen, bin ich da jetzt erstmal gemacht für, weil man weiß es erstmal nicht, würde ich sagen, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Dann würde ich sagen, erstmal ausprobieren und dann gibt es so zwei Ausscheidungsfaktoren, die dann irgendwann halt sich bemerkbar machen. Entweder regelt das der Markt, so sagt man ja gerne so, dass man sagt, okay, die Idee, die du machst oder vielleicht den Drive, den man selbst einfach natürlich mitbringt, der ist vielleicht nicht unbedingt genug, dass es halt aber auch für dich mental auch tragbar ist. Das kann ja sein, wenn man zum Beispiel einfach eine zu große Idee hat, kann sein. Dann sagt man, okay, diese Idee hat vielleicht nicht funktioniert, was muss ich denn ändern? Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang, was muss ich denn ändern, damit es dann klappt? So, dann hat es quasi der Markt geregelt. Aber auch auf der persönlichen Ebene, das Zweite, was regeln kann, ist der Bock. Also wenn man einfach merkt, okay, das läuft vielleicht ganz gut, das Startup, was man da jetzt, oder die Idee, die man irgendwie sich ausgedacht hat, aber irgendwann merkt man, boah, eigentlich habe ich da jetzt keine Lust drauf. Ich habe keine Lust drauf, irgendwie früh aufzustehen und am Abend irgendwie eine Stunde länger zu machen, zum Beispiel so. Es gibt Typen dafür, die dann einfach durchbeißen und dann darauf nicht so achten. Und dann im allerschlimmsten Falle macht sich dann langsam, glaube ich, die mentale Gesundheit ein bisschen bemerkbar. Und irgendwann, spätestens dann, muss man sagen, okay, gut, entweder muss ich einfach drastisch was ändern in dem, wie ich arbeite, oder das Gründen und Startup ist einfach vielleicht nicht unbedingt was für mich. Und dann sucht man sich halt andere Wege. Man kann ja sich auch in anderen Sachen erfüllen und glücklich werden, auf jeden Fall. Also es muss ja nicht jeder gründen, es sollte auch nicht jeder gründen. Genau, aber ganz wichtig, erstmal anfangen und ausprobieren und dann halt trotzdem mutig genug sein, zu sagen, okay, vielleicht ist es einfach nichts für mich. Kann ja sein. Ich kann das eigentlich nur unterstreichen und
Wir hatten das, glaube ich, ganz am Anfang das Thema schon, was so unterschiedliche Perspektiven anbetrifft. Ich glaube, manchmal weiß man gar nicht, wo man überall reinschauen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das jetzt was für mich oder nicht. Ne? Da geht es ja nicht nur darum, zu Future Sachs Netzwerk-Events zu gehen und mit den Menschen dort zu sprechen. Das ist ja die einfachste Möglichkeit. Ich kann ja aber auch, es kommt natürlich drauf an, wo ich gerade bin, wenn ich noch zur Schule gehe, schwieriger, aber wenn ich gerade studiere beispielsweise, na, dann such dir ein paar Startups, wo du mal ein Praktikum machst oder mitarbeiten gehst. So. Und dadurch, dass Startups Startups sind und noch relativ klein, kriegt man halt schon ein Gefühl damit, dafür, wie läuft es, wie ticken die Menschen dort. Man kann sich mit denen auch auf einer ganz anderen Ebene unterhalten, weil man auf einmal über Alltagssituationen spricht und nie über irgendwelche Fantasieschlösser auf Netzwerkevents, wo ja meistens immer nur das präsentiert wird, was super gut ist oder was super schlecht ist. Und ich finde, dort ist halt auch, also mehr Perspektiven sind mehr wert, weil man kann da auch schnell an Leute geraten, die ja sagen, mach das bloß nie, es ist übelst anstrengend und mich hat das übelst abgefuckt. Mhm. Davon sollte man sich nie verleiten lassen. Also man muss halt, glaube ich, eine gesunde Menge finden an Perspektiven, um das halt sich abzuholen. Aber da ausprobieren, wie du es schon gesagt hast, auch mal selber mitarbeiten. Ich muss ja nie sofort gründen. Ich kann mir ja auch ein Jahr Zeit nehmen und einfach mal gucken, ob Gründen für mich an sich eine Sache ist. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben das ja auch, ne, im Bereich U18, wenn Leute da eben schon so jung einfach Gründungsideen haben, wie oft einfach auch Eltern natürlich super verunsichert sind, weil das Kind halt irgendwie eine Business-Idee hat und die sich sagen, um Gottes Willen, reden Sie das bitte meinem Sohn aus oder ne, also wie oft das schon an uns herangetragen wurde. Und deswegen an alle, die uns zuhören und gerade unter 18 sind und sich da gerade sehr angesprochen fühlen, es wird da auch mal noch eine Folge geben, wo wir genau über dieses Thema sprechen. Das wird eine Deep-Dive-Folge geben zum Thema Gründen unter 18. Weil es ist ja zum einen natürlich prozessual, sind es ein paar Schritte, die anders sind oder die zusätzlich noch dazukommen. Zum anderen ist es aber eben auch, wie reagiert denn mein Umfeld darauf? Deswegen, darauf könnt ihr euch schon freuen. Ja, wir haben jetzt sehr viel über Herausforderungen gesprochen, über das, ja, die Stolpersteine, die es natürlich geben kann. Aber was wir natürlich eigentlich noch wissen wollen, vor allem vielleicht an dich, Dietrich, was feierst du persönlich am Gründen? Also warum soll man sich diesen Aufwand auf sich nehmen? Ich könnte jetzt die erste Antwort, die mir einfällt, ist Macht. Das klingt natürlich viel zu heroisch. Aber ich feiere vor allem halt wirklich die Entscheidungen selber treffen zu können und das zu realisieren, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wirklich so sein zu können, wie ich wollte, dass andere zu mir sind. Und da einfach als gutes Vorbild voranzugehen und also im besten Falle als gutes Vorbild. Ich glaube, auch da ist man eben nicht perfekt und schafft das nicht immer. Und ja, da einfach sein eigenes Ding machen zu können und in ganz, ganz vielen Bereichen eine Wirkung zu erzeugen, die auf Menschen trifft und mit der man im besten Fall die Welt halt eben ein kleines Stückchen besser macht. In unserem Fall ist es ja als Hub auch genau die Aufgabe, hier einen Raum, einen Ort zu schaffen, in dem sowas stattfinden kann. Und ich glaube, es ist noch viel, viel geiler, wenn das verbunden wird mit einem konkreten Produkt, mit dem ich die Welt auch noch besser machen kann. Also gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht oder wenn es um soziale Aspekte geht, leben wir in einer Zeit, in der das mehr als dringend nötig ist. Und ich denke mir dann immer, ich kann später mal sagen, wenn mich jemand fragt, was hast denn du damals gemacht, kann ich sagen, na, ich habe versucht, meinen Teil beizutragen. Und ich glaube, das ist eine Motivation, die viele so in meinem Alter bewegt. Oft wird auch von enkeltauglicher Welt gesprochen. So. Mhm. Also ich will halt, habe auch eine große Familie, ich will später mal, wenn ich Kinder haben sollte, dass deren Kinder und deren Kinder dann auch noch irgendwie hier leben können und nie derjenige sein, der dann sagt, ach, ich habe das damals eigentlich, das war eigentlich gar kein Thema für mich. Mhm. Und das ist halt, das kann man halt durch Gründen machen und halt sich ein bisschen Verantwortung nehmen, man muss sich da auch nicht alle nehmen. Aber dann halt sagen, geil, das mache ich. Und ich arbeite, kann dann auch entscheiden, dass ich nur mit den Menschen zusammenarbeite, auf die ich halt Bock habe. Man kann sich in einem Angestelltenverhältnis kann man sich eben auch nie alle Menschen aussuchen. Ne? Und das feiere ich halt dran. Und man lernt ganz viele geile Leute kennen. Also man ist dann relativ schnell, wenn man sich entscheidet zu gründen oder sich damit auseinandersetzt, eben sehr schnell in dieser Bubble drin und kriegt dann halt ganz viele diverse Perspektiven. Und auch das mag ich für mich persönlich sehr, dass ich halt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt komme und da gemeinsam drüber reden kann, was noch besser geht. Das ist bei dir auch so, Jan. Ja, auf jeden Fall. Erstmal nochmal danke, Caro, dass es anspricht, dass wir nochmal wirklich auch die positiven Seiten nochmal extra herausheben können, weil natürlich hat das viel mehr positive
Einflüsse auf ein selbst, auf die Welt und alles, als das Negative hat. Genau, also wie du schon sagst, ist es auch für mich ein mega Drive, dann zu sagen oder später sagen zu können, hier guck mal, das habe ich gemacht, so zum Beispiel den Enkelkindern oder insgesamt halt eben der Welt. Also das gibt ja immer das Beispiel so, man hört das so von zum Beispiel handwerklichen Berufen so, dass die begeistert, dass man sagen kann, guck mal, das Haus da, was da steht, das habe ich vor 20 Jahren gebaut, dass man was zum Anpacken hat. Und genau so im übertragenen Sinne ist es natürlich auch mit einem Startup, weil man stampft da was aus dem Grund, was es ja wirklich einfach noch nicht gab in den meisten Fällen. Und das ist eben das das motiviert mich extrem zu sagen, okay, wir haben ja ein Problem jetzt gesehen in der Welt und wir haben es halt im besten Falle dann mit unserem Produkt oder mit einer Dienstleistung, was auch immer, gelöst. So. Und dann kann man wirklich hinterher sagen, guck mal, bevor es uns gab, gab es ein Problem mehr auf der Welt oder zwei. Und da wirklich was bewegt und verändert zu haben, das ist mega krass. Zum Beispiel, wenn man dann an Enkelkinder oder was auch immer denkt, aber auch jetzt schon. Während man noch da ist. Also was. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil dann hinterlässt man was auf der Welt. Und das ist ja so eine, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es ist ja auch so eine Frage vom Sein, so quasi. Warum sollte man früh aufstehen? Und für mich persönlich ist es auch auf jeden Fall die Antwort darauf, dass ich irgendwas halt eben verändern will in der Welt und da irgendwie einen Impact haben kann und dass die Welt am Ende, wenn ich nicht mehr da bin, irgendwann einen Jan-förmigen Eindruck irgendwie hat, den ich hinterlassen habe. Und das wäre eigentlich geil. Und das kann man mit einem Startup einfach perfekt umsetzen. Besser hätte man es wirklich nicht sagen können. Genau, also ich würde vielleicht mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, ne, was wir jetzt einfach hier schon zum Thema gebracht haben. Also gründen kann ein Abenteuer sein. Aber man sollte natürlich auch keine Angst haben, irgendwie auf die Nase zu fallen, denn wir lernen daraus. Genau. Dann natürlich könnt ihr mit Startups die Welt verbessern durch Innovation und ihr könnt sozusagen ein Teil davon sein, von etwas Tollem, was die Zukunft beeinflusst. Aber im Endeffekt, ihr müsst nicht zwangsläufig gründen. Ihr könnt auch einfach innovativ denken und handeln. Das könnt ihr auch in eurem eigenen Umfeld, in eurem Unternehmen. Man kann auch als Intrapreneur im Endeffekt aktiv sein. Genau. Und ja, und was wichtig ist, denke ich, was auch rauskam, Vernetzung ist das A und O. Mhm. Verbindet euch mit inspirierenden Persönlichkeiten, wie ich das hier das Glück hatte, mit euch hier zu sprechen, Jan und Dietrich. Und zum Abschluss, gibt es jetzt noch einen Lifehack von euch beiden an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir starten mit Dietrichs Lifehack. Genau. Jan hat mir gerade schön die Karte zugeschoben. also ich würde mal zwei Sachen nennen. Die eine Sache, weil ich so sehr feiere. Jan, du hast vor uns vom Nuller-Wochenende gesprochen. Mhm. Und egal, ob ihr gründet oder nicht. Ich glaube, das ist für mich jetzt in diesem Jahr auch ein krasser Lifehack gewesen. Einfach für sich in regelmäßigen Abständen ein Wochenende zu nehmen, wo man nichts macht. Mhm. Für mich bedeutet das auch eben, keine anderen Menschen zu sehen. Also außer ich gehe mal einkaufen, so, aber ich habe keine Verabredung mit Freunden oder mit Familie. Das ist ein großer Lifehack, um sich so ein bisschen zu erden. Und der zweite Lifehack ist, einfach mal machen und öfter mal zum Hörer greifen. Das habe ich auch schon an vielen Stellen gemerkt. Man kommt ja, egal was man jetzt gründet, oftmals an so öffentlichen Stellen nicht vorbei. Sei das die Stadt oder das Finanzamt oder wer auch immer. Und ich habe gelernt, dass man scheut sich immer davor anzurufen, man schreibt irgendwie eher mal eine Mail und wartet dann ewig lange. Aber wenn man anruft und einfach nett ist und sagt, ey, ich habe hier keine Ahnung davon, für mich ist das alles fachchinesisch, ich will hier eigentlich nur schnell zum Ende kommen, können Sie mir irgendwie helfen? Dann sind die meisten super nett und sagen, ja, es ist kein Problem, das und das müssen Sie machen oder dort müssen Sie mal anrufen, ich leite Sie mal weiter. Und ich bin echt immer wieder erstaunt, wie einfach das ist, einfach indem man nett ist und jemanden anruft, relativ schnell zu einer Lösung zu kommen. Und dann ist vieles auch gar keine Raketenwissenschaft. Genau. Aber Jan, du musst auch noch anziehen. Sehr cool. Okay. ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist, sprecht miteinander. Also wir haben ja schon ganz viel die Themen angesprochen, so Stolpersteine, Fuck-ups, wie man ja auch gerne sagt. Aber das Wichtigste daran ist, und das kann ich eben quasi weiterempfehlen, sprecht miteinander, teilt auch eigene Missgeschicke mit, weil andere davon extrem viel profitieren können. Und genauso fragt mal in eurem Netzwerk rum,
wenn ihr zum Beispiel vor einer Entscheidung steht, was ist denn eure Meinung dazu? Hat jemand schon mal Probleme damit gehabt? Hat jemand schon mal gute Erfahrungen gemacht? Wie kann ich meine Entscheidung jetzt am besten treffen? Und aus Fehlern lernt man am besten und deshalb embrace the Fehler, würde ich mal sagen. genau. Vielen, vielen Dank. Und ich danke euch natürlich auch, dass ihr so tollkühn wart und uns hier auf der quasi ersten Etappe unseres kleinen Abenteuers Podcast hier mit begleitet habt als erste Gäste. Und vor allem auch, dass ihr diese Mission Innovation Made in Saxony, dass ihr die natürlich auch in die Welt hinaustragt. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir da sein durften. Danke euch fürs Zuhören. Hört wieder rein, denkt neu und fangt vor allem an. Bis zum nächsten Mal. Generation Innovation ist eine Produktion von FutureSachs, der Innovationsplattform des Freistaates Sachsen, gemeinsam mit der sächsischen Next-Gen-Community. Moderiert hat Caroline Peschmann. Für diese Folgen haben Jan Wawarek und Lukas Haas recherchiert. Lukas Haas hat diese Folge aufgenommen und produziert. Für die Öffentlichkeitsarbeit von FutureSachs ist Robert Schulz verantwortlich.